Ich lebe nun seit 5 Jahren in Österreich und ich muss ehrlich zugeben, die österreichische Küche besucht uns nicht allzu oft. Aber wenn sie uns besucht, dann kochen wir immer sehr gut, wie zum Beispiel diese Krautfleckerl, die ich euch gerne mal vorstellen möchte. Viel Freude beim Videoschauen. Als erstes starten wir mit dem Weißkraut. Der sollte ein kleiner Kopf sein, also ungefähr so groß wie 2 eurer Hände, nicht allzu groß. Dieser ist gewaschen, unschöne Blätter wurden entfernt. Nun kümmern wir uns um den Strunk, der muss entfernt werden und dann wird das Weißkraut in Stücke geschnitten. Ich schneide mir immer so Scheiben ab, dann geht es später einfach viel leichter zu schneiden. Die Stücke, die ich abgeschnitten habe, schneide ich schon mal etwas kleiner. Und gebe sie in eine Schüssel. Um den unschönen Strunk zu entfernen, schneide ich einfach an der Seite ab. Und kann hier noch schauen, was ich noch vom Strunk haben möchte oder ob mir die Stücke einfach zu hart sind. Der Rest, der mir gefällt, wird auch noch klein geschnitten und mit in die Schüssel gegeben. Zum Kraut geben wir jetzt etwas Salz, schon so an die 1 bis fast 2 Esslöffel und massieren nun unser Kraut ein bisschen mit dem Salz ein. Also ordentlich drücken und quetschen. Ihr merkt recht schnell, das Kraut fängt an wie zu schwitzen, lässt Wasser und wird auch ein bisschen weicher. Wenn ihr Kraut gut mit dem Salz vermischt habt, könnt ihr das für 15 Minuten stehen lassen und die Zeit nutzen, um 2 Zwiebeln klein zu schneiden. Da das Kraut noch etwas Zeit hat zum Ziehen, setzen wir eine Pfanne auf den Herd und stellen die Temperatur an. In die Pfanne geben wir 100 Gramm Kokosöl, und zwar gedämpftes, denn dieses schmeckt nicht mehr nach Kokos. Dieses schmeckt einfach nur nach neutrales Öl. Eigentlich wird das Rezept mit Schweineschmalz hergestellt, aber Schwein ist bei mir sowieso nicht drin und Schmalz auch nicht. Daher nehme ich das Kokosöl. Wenn ihr nichts dagegen habt, könnt ihr natürlich auch Schmalz verwenden oder Schweineschmalz. Das Kokosöl lassen wir nun ordentlich schmelzen. Das geht doch recht schnell, wie ihr seht. Ist das Kokosöl vollständig geschmolzen, geben wir 2 Esslöffel Zucker hinzu. Wir rühren jetzt ordentlich um und lassen den Zucker etwas im Kokosfett karamellisieren. Dann kommen die Zwiebeln hinzu, etwas Kümmel und dann auch das Kraut, was wir aber vorher ein bisschen auspressen werden. Man sieht jetzt schon recht gut, der Zucker wird etwas klumpig, bekommt eine etwas andere Farbe, ein bisschen so dunkler, bräunlicher und fängt dann an zu schmelzen. Es wäre gut, wenn ihr jetzt nicht aus der Küche geht, sondern an der Pfanne bleibt. Wenn ihr nämlich den Zeitpunkt verpasst, mit den Zwiebeln hinzugeben und dem Kraut, wird das alles ein bisschen bitter und unschön schmecken. Die Zwiebeln kommen jetzt hinzu. Außerdem etwas Kümmel. Je nachdem, wie gerne ihr Kümmel habt, 1/2 bis 1 Teelöffel. Und unser Kraut. Wir nehmen einfach was, pressen es aus und geben es dann direkt in die Pfanne. Kurz einmal umrühren und dann geht es auch weiter. Ist das ganze Kraut in der Pfanne, wird natürlich nochmal ordentlich umgerührt. Und wir rösten das Ganze schön an. Wenn das Kraut ein bisschen Farbe annimmt und ihr einen leichten Kümmelgeruch wahrnimmt, ist es an der Zeit, die Temperatur etwas runterzustellen und gelegentlich umzurühren. Ungefähr für 25 Minuten dann das Kraut noch weiter braten lassen, aber wirklich nur ganz leicht, damit es nicht verbrennt. Außerdem könnt ihr zwischenzeitlich eure Fleckerl, so sehen sie übrigens aus, in reichlich Salzwasser ordentlich kochen, je nach Packungsanleitung. Ich verwende immer so zwischen 350 bis 400 Gramm Fleckerl.
Beim Fleckerkochen müsst ihr gar nicht so viel beachten, außer das Wasser vielleicht nicht ganz so stark salzen, weil ja das Kraut schon sehr gesalzen war. Bei den Fleckern gibt es welche mit Ei und ohne Ei. Und es gibt auch Dinkelfleckerl, sogar helle Dinkelfleckerl. Da müsst ihr einfach mal schauen auf der Packung, was draufsteht und dann je nachdem, wie ihr sie haben möchtet, vegetarisch oder vegan entscheiden. Sind eure Fleckerl fertig gekocht, müsst ihr sie abgießen und unter das Kraut heben. Den Herd könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch jetzt schon komplett ausschalten. Und jetzt wird das Ganze nochmal abgeschmeckt mit bisschen Pfeffer und Paprikapulver. Und wer möchte, kann auch noch etwas geriebenen Kümmel oder Salz hinzugeben. Ich verwende so einen halben Teelöffel Paprikapulver. Dieses ist kein scharfes, sondern ein recht liebliches. Ihr könnt aber auch ein scharfes verwenden. 2 bis 3 Prisen schwarzen Pfeffer. Und da ich Kümmel sehr gern habe, gebe ich noch etwas gemahlenen Kümmel hinzu, ungefähr eine Messerspitze. Umrühren und dann servieren. Die Krautfleckerl sind ein einfaches, bodenständiges und leckeres Gericht, welches ihr gerne mal ausprobieren könnt, wenn ihr sie noch nicht kennt. Wenn ihr sie kennt, dann könnt ihr ja mal meine Variante ausprobieren, falls sie eure ein bisschen unterscheidet. Ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Freude beim Essen und bis zum nächsten Video. Tschüss!